der Varroamilbe zeigen. Die Varroamilbe im Bild befindet sich in der phoretischen Phase. Nur geschlechtsreife weibliche Milben durchlaufen phoretische Phasen. Während dieser Zeit leben sie auf den Arbeiterinnen. Der Begriff Phoresie bezeichnet eine vorübergehende Transportgemeinschaft zweier Organismen. Die Milben suchen die Arbeiterinnen entweder auf, weil keine Brut vorhanden ist, oder weil sie eine neue Brutzelle suchen und eine Arbeiterin ihnen als Transportmedium dient. Eine Varroamilbe wartet auf eine Arbeiterin. Sie streckt das Beinpaar in die Höhe und bewegt es hin und her, um eine Arbeiterin zu orten. Auf dem ersten Beinpaar sind viele Sinneszellen und Sinnesorgane. Eine Arbeiterin nähert sich der Milbe. Die Varroamilbe klettert blitzschnell auf